voll verpennt heute. Wo sind eigentlich Leon und Anja? Also, die sind ab heute im Außendienst tätig. Im Außendienst? Wann haben wir denn sowas? Keine Ahnung. Irgend so eine ABM vom Chef. Musst du ihn schon selber fragen. Gestern Nachmittag wurden die beiden noch zu uns vorgerufen. Das muss eine sehr kurzfristige Entscheidung gewesen sein. Hast du die beiden noch gesehen? Als ich Feierabend gemacht habe, waren sie noch nicht zurück. Shit, der Chef. Guten Morgen. Ja, sorry, ja. Man meldet sich am Telefon mit dem Firmennamen, mit dem eigenen Namen. Ja, ist gut. Okay, ja, ich komme sofort. Ich soll zu ihm ins Büro. Aha. Sie kommen, Sie müssen Schluss machen. Herr Rhein? Frau Bülow, nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Nun, Frau Bülow, Sie wundern sich wahrscheinlich, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Nun ja. Trinken Sie erstmal einen Schluck. Eigentlich habe ich gar keinen Durst. Ich bestehe darauf. Um gleich auf den Punkt zu kommen, wie Sie ja wissen, hat die Wirtschaftskrise enorme Ausmaße angenommen und auch wir sind davon nicht verschont geblieben. Keine Angst, ich habe nicht vor, Ihnen zu kündigen. Ja, da können Sie sich bei der Agentur für Arbeit bedanken. Die hat nämlich bei 12 Millionen Arbeitslosen jetzt die Notbremse gezogen und ein neues Programm entwickelt, an dem unsere Firma dann auch teilnimmt. Ein neues Programm? Ja, zwei Ihrer Kolleginnen sind bereits Teil dieses Programms. Was genau ist das für ein Programm? Nun, es sieht vor, dass die Arbeitsplätze der männlichen Kollegen soweit erhalten bleiben und die weiblichen Mitarbeiterinnen bekommen eine neue Aufgabe zugeteilt, die für die Firma sehr gewinnbringend ist, wobei dieser Gewinn zu 50% zwischen der Agentur für Arbeit und dem Arbeitgeber aufgeteilt werden. Ich verstehe nicht. Sie haben Ihr Getränk ja noch gar nicht geleert. Ich möchte nicht mehr trinken. Sie müssen Ihren Becher leer trinken. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, ich kann mich kaum konzentrieren. Das ist schon in Ordnung. Entspannen Sie sich einfach. Warum bin ich auch gleich hier? Nun, Susanne, ich darf Sie doch Susanne nennen, oder? Ja. Da nicht mehr genug Arbeit für alle vorhanden ist, müssen Frauen halt auf andere Art und Weise Geld in die Kassen bringen. Geld in die Kassen bringen? Sehen Sie, Susanne? Sie verstehen jetzt schon. Was? Susanne? Was? Es beginnt zu wirbeln. Sie ist bereit für Phase 2. Sie wundert sich wahrscheinlich, warum Sie zu mir gebeten habe. So, Susanne, dann folgen Sie mal Ihrem Kollegen in den Behandlungsraum. Ich habe nicht vor, Ihnen zu kündigen. Hier ist Ihre nächste Patientin, Doc. Freimachen. Zwei Ihrer Kollegen sind bereits Teil des Krankenhauses. That's it. Sie ist bereit für Phase 2. Was geschieht mit mir?
Gute Arbeit, Dr. Stechmann. Genau wie gestern. Vielen Dank. Und dieser Zustand wird der auch wirklich von Dauer sein? Selbstverständlich. Sie wird Ihrer Firma und dem Staat, genau wie Ihre beiden Kolleginnen, eine Menge Geld einbringen. Ihr neuer Besitzer kann sich glücklich schätzen. Sie wird Ihnen jeden Wunsch erfüllen, egal um was es sich handelt. Sehen Sie selbst. Modell Nummer 3. Zieh dich aus. Wenn Sie wollen, können Sie sie gerne ausprobieren. Vielen Dank. Würde ich gerne. Aber es liegt noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Wie recht Sie haben. Chef, Modell Nummer 3 ist fertig. Sie können sich dann um die nächste Patientin kümmern. Frau Meier, kommen Sie bitte mal in mein Büro.